Ich verpiss mich einfach. Tschüss. Hier ist jetzt aber. Hallo, rett doch mal ein bisschen! Oh Gott! Hey Kinders, was geht denn bei euch ab? Mach das Ding auf! Haben wir hier ausgemacht, den Puff? Echt jetzt? Oh fuck, dude. Das kennen wir ja alles schon. Hector, wo bist du jetzt hingegangen eigentlich? Was haben wir denn hier? Ein weiteres Zettelchen. Okay, 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 warte. Wie geht das nochmal mit N, gell? It's confirmed. Jackson was murdered. Oh no, dude. Fuck. Jackson wurde getötet. Ich habe keine Ahnung, wer Jackson ist. Ich weiß nicht, ob meine... Hey. Ob meine Webcam jetzt schön eingestellt ist. Ich denke, dass die Webcam so auf jeden Fall passend ist. Aber jetzt wollen wir mal voran hier. Wollen wir mal voran, ne? Voran! Ist das der gleiche verschissene Raum, nur aus einer anderen Perspektive? Warte mal, Filling? Ist es nicht das Richtige? Was ist da? Halt, ich will gucken, wo rein ich gehe, bevor ich reingehe, hallo? Dann lasse ich mit dem Arsch reinlaufe ich. Management! Okay, also wir laufen immer mit dem Arsch rein. ja, ich... Wah, scheiße. Hey, warte kurz, ich brauche das Licht. So, was war jetzt hier los? Wo ist denn zur Tür? Achso, halt, hier ist er. Hier ist er, alles gut. Ihr habt schon längst vergessen, warum ich die aufgemacht habe, aber wisst ihr, was ich kann? Achtung. Aha! Ist das nicht cool? Guck mal. Er sagt wieder Run, Bitch, zu mir. Ich komme jetzt zu dir hin, Pissbacke. Was ist hier? Communication. Schade, dass es zu ist. Ich wollte gerade bei der Bullerei. Oh, Wisch. Ist hier offen? Bitte nicht. Sehr gut. Fuck. Warte kurz, hier ist ein Lichtschalter. Okay, aber die andere Lampe funktioniert. Hier unser Lebensspender. Das Licht des Lebens. Lass mich mal hier gucken. Warte mal, ist das gleiche, was wir hier auch hatten? Hier war doch auch so ekliger Kackboden. Na jo. Ist die Tür eben zugegangen? Man hört einfach so irgendwelche Geräusche von Türen, die behindert sind, aber okay. Ihr habt mir geraten, dass ich mal die Pillen nicht nehmen soll. Ich fürchte zwar Schlimmes. Die Toiletten sind zu, super. Ich muss vielleicht irgendwann mal aufs Klo. Ah, hier ist ziemlich verkratzt, das heißt, da müssen wir lang. Passen wir auf, die Männertoilette wahrscheinlich wieder sauber und herrlich. Okay, doch nicht. Und bei der Frauentoilette alles vollgeknottelt. Naja, so sind sie, die Girls, ne? Das ist doch derselbe Raum wie gerade. Ey, aber ist nicht schlimm. Da leuchtet was. Okay, okay, okay. Wir stellen uns kurz hier in die Ecke. Chill, 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 chill. McGuinn stole a gun. In 3 days we're gonna take the doctor hostage and escape. It's our only hope. Scheinbar ist the doctor ein wohlangesehener Mann hier, den man einfach als Hostage nehmen kann. Nö, 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 nö. Hier ist ja eigentlich... Oh, Mann, 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 Mann! Wisst ihr, was schon mal klar ist? Wir brauchen diesen blöden Videoraum. Ich muss das Tape doch jetzt irgendwie einlegen. Was ist denn das jetzt hier? Hört ihr das? Oh Gott. Oh Gott, da läuft irgendwas. Wie kann ich das jetzt killen oder irgendwas machen? Keine Ahnung. Hoffentlich kommt das hier nicht durch. Ich verpiss mich einfach. Tschüss. Nein! Warum ist die jetzt zur Wand? Ich wollte jetzt vollständig wieder zurückgehen. Hier ist jetzt aber... Ich muss kurz hier in den Raum... Ich muss kurz hier in den Raum gehen. Hier riecht so gut. Hier ist bestimmt zu, ne? Sehr gut. Hier ist auch zu. Oder? Oder? Sehr gut, ist hier jetzt gerade auf. Die Wand ist ja immer noch da, was soll ich machen? Ach ja, hier ist offen, na klar. Jetzt wird das Licht zu grün hier. Oh Mann, wisst ihr, was ich gerade spüre? A pain in my ass! Oh mein Gott, Leute, ich sehe bald nichts mehr. Ich muss die Pillen nehmen, sonst haben wir hier echt eine blöde Video-Experience. Jetzt können wir auf einmal alle Spinde aufmachen. Das sind die Spinde des Teufels! Ich bin die ganze Zeit mit dem Rücken zu allem. Zum Tod. Ich muss so eine Pille nehmen, jetzt ohne Witz, weil sonst wird es doch zu krass hier, was die Shakung angeht. Ich habe eine Pille genommen und es ist immer noch so scheiße. Ich nehme nie wieder Pille, weich. So eine Pille kostet ja auch sau viel Geld, ne? Und die Doktoren, die ziehen sich ab. Die sagen, ja, ja, sie sind noch krank. Sie fühlen sich zwar gesund, aber sie sind noch scheiße krank. Ja, endlich wieder ein bisschen essen. Oh Gott, was ist das? Hallo, rett doch mal ein bisschen. Oh Gott. Wir sind gefickt, Jungs und Mädels. Geh doch weg. Oh Gott, wie hässlich der ist. Ich glaube, der kriegt uns nicht, weil wir sau schnell sind, ne? Oh Gott. Warte, da ist dieses Videoding. Bitte verpiss dich. Schnell, Videos. Was mache ich hier? Okay, Videos drin. Er weiß nicht, dass wir hier drin sind, oder? Oh Gott, Leute, ich habe so Angst. Licht aus. Leck mich am Arsch. Was war das denn? Ist das der Hector? Dem wachsen ja Arme überall raus, der arme Mann. Können wir hier mal anschalten, bitte? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da stand jemand. Nein, das war eben der Gang, wo wir gerade eben hochgerannt sind. Mit dem Wichsviech. Ich meine, mit dem süßen kleinen Hundi. Guck mal, das ist doch voll verkratzt. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Da steht jemand. Direkt hier vor dem Schacht. Scheiße, Mann, wir müssen da hin. Hallo, Hector? Kannst du kurz...
Oh, ich wollte gerade sagen, Madame, können Sie mich bitte aus dieser misslichen Lage befreien? Ich frage mich, was passiert denn, wenn diese Viech reinlaufen? Alles ist anders und da hinten liegt was, glaube ich. Da hat was geglänzt. Hallo, glänzendes Zeug? Doch nicht. Super, ich bin so ein richtiger Star. Ich bin so ein Geier, der glänzendes Zeug sammelt. Und warum rennt in dieser Anstalt so eine Missgehalt? Da müssen wir garantiert nicht lang. Nee, da müssen wir nicht. Da ist was! Ha! Ah, Essen. Ich meine, eine Batterie! Also passt auf, hier ist der Videoraum. Hier war mal der Videoraum. Der ist jetzt halt wie immer weg, ne? Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Ah, nee, da ist er wieder. Hä? Ja, doch, genau. Alles gut. Ich bin nur falsch gelaufen. Jetzt hat die da was hingelegt, die Frau. Schnell zurück in die Sicherheit. Ich muss lesen. Was ist das jetzt? Was bringt mir das jetzt? So ein Rad? Oder ist es das Easy Maus? Guck mal, wie hell ich jetzt auf einmal bin. Oh. Hi, Dudes. Oh. Mir stehen die Haare zu Berge. Mir stehen die Berge zu Haare. Ja, ich gehe hier lang. Die Frau hat es gesagt. Wenn jetzt irgendwas kommt, greife ich. Da leuchtet was davon, habe ich gesehen. Hab ich im Blick? So, schreiender Penis-Mann, komm jetzt nicht zu mir. Schnell das aufheben. Und ich stuck hier überhaupt nicht. Ich bin nur zu Besuch. I can't go through with this uprising. Okay. I have a bad feeling. Okay. I told them I quit. Okay. Ha, ich bin wie so ein Zyncholonke, ne? So ein Zyncholonke. I'm so psyched. Hier ist bestimmt niemand drin. Also dieses Viech kann wohl nichts mit den Pillen zu tun haben. Ich habe Pillen genommen und die Missgeburt kommt auf mich zugelaufen. Oh, guck mal da. Zellenblock A2. Kann ich jetzt mittlerweile was machen? Hey, nee, kann ich nicht. Gut. Achtung, wir brauchen... Ah, diese Figur stand da irgendwo, ne? Diese Frau oder diese Was war das? Die Silhouette stand an so einer Stelle bei dieser Treppe. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Kackraum hier. Aber pass auf, jetzt ist das Licht hier aus. Vorhin war es auch aus. Das heißt, jetzt müssten... Hallo? Jetzt müssten wir wieder zu dieser Treppe kommen. Oder auch nicht. Was ist das denn dauernd? Ist das eine Überwachungskamera oder was? Sind wir hier im Überwachungsstaat? Die Lichter gehen von alleine an, um dann zu platzen, ne? Das ist eine Schweinerei. Eine ganz große. Nein, wir sind schon wieder hier. We are walking in the Chris. Ja, ich weiß, wir müssen dahin. Ich weiß es doch, Figur, die mir zeigt, wohin ich muss. Das sind irgendwelche Pisser, die mich hier anleuchten. Was ist denn das jetzt? Schon... Ja, ich bin schon... Ich laufe geradeaus und komme wieder in den Raum. Was soll ich denn machen, Madame? Die meint, ach, gerade ich... Jawohl, das ist es. Da vorne geht's jetzt rechts. Okay, weh, das Viech ist da, dann heul ich. Schön weg sein, gell? Okay, der ist nicht da, der Mann. Der, Krabbelmann. Ja, da ist irgendwas drin. Sehe ich doch von hier. Da leuchtet was! Ja! Okay. Eine Taschenlampe? Ein Zettel? If you're reading this note, it means I wasn't able to come back for my supplies. Okay. And you found them instead. It means I failed to escape. I'm not sure exactly what's going on in this place, but I found it today. My sessions are starting tomorrow. I'm so afraid. I saw what happened to the others. I stole these supplies. A flashlight, some food, and a key card I found. The key leads to the cell blocks. That's where they're taking me. Please help me. Find me. Okay, ich werde dich finden, Mademoiselle. Wie geht denn die Flashlight? Oh, ist da noch eine Gebrauchsanweisung drin? Ah, mit F wahrscheinlich. Ah! Gut, ich fühle mich deutlich sicherer, denn ich habe Double Light Penetration. Ich habe Feuerzeug und ich habe Licht. Nee. Guck mal, passt auf. Da ist hier. Wir stehen gleich. Wahrscheinlich sehen wir uns gleich, wenn das hier ein Spiegel ist. Nicht. Guckt euch das an, wie eklig, oder? Ich finde, das ist ein größerer Mindfuck wie diese kleine Geburt, die einem da hinterher rennt. Die man scheinbar einfach outrunnen kann. Obwohl es mich auch interessieren würde, ob ich einfach Game Over bin, wenn mich das Viech kriegt, weil es war schon echt knapp irgendwie. Und besonders schnell bin ich ja auch nicht. Ich bin ja eher so der Zeitlupenläufer. Was hat da beleuchtet? Was? Medizin, ja, Madison. So, bist du immer noch da? Du kleines Mädchen? Kannst du mir einen neuen Weg zeigen? Ich kann immer noch Türen aufmachen, ohne Hand. Krass. Ich bin auch irgendwie so ein Monster, ne? Mir wächst in der Mitte auch so eine Hand aus dem Arsch, Bauch. Arsch in der Mitte, wie soll das gehen? Brauche die Taschenlampe gar nicht, oder? Vielleicht kann man mit der Taschenlampe dieses Viech erschrecken. Aber ich will es eigentlich gar nicht zwingend testen, ob man das irgendwie so wegleuchten kann, wisst ihr? Chillt jetzt mal ganz kurz eure Unterhosen. Ich muss hier mal eine Runde durchpacen. Oh, war hier nicht alles gerade eben noch irgendwie ganz? Okay, wart. Warum ist hier offen? Hier muss es immer offen sein, alles. Welch, dass alles genau uns kriegen kann, wenn wir die Türen aufmachen. Dass uns jemand irgendwelche Staubsauger verkaufen kann. Oh, was liegt denn da? Pilz? I need them fucking pills! Psst, was war das? Fuck, Hilfe. Seid nicht so laut, ich muss gerade das Spiel hören. Bitte seid zu. Warum ist das alles offen? Er sagt schon wieder Run, Bitch. Mittlerweile wird's langweilig. Ja! Okay, Keycard. Kann man... Ach, guck mal, hier muss man ja wahrscheinlich einfach so rein... Ayo! Ach Gott, es ist einfach. Ach Gott, Kines. Nee, oder? Es ist einfach. Wir haben es geschafft. Tschüss. Ich deinstalliere dann mal das Spiel, weil das ist bestimmt das Ende von dem Spiel. Hallo. Man kann durch diese Schublade durchlaufen. Das ist schon so ein bisschen, spricht nicht fürs Spielen. So, was haben wir? Hier ist zu. Was bringt uns jetzt bitte schon... Oh. Was?
Oh Gott, warte, ich muss kurz die Pillen nehmen und die hinten zumachen. Da darf mir jemand... Bitte geh zu! Gut, oh Gott, alles wird so... Okay. Taschenlampe. Taschenlampe ist an der Stissel, aber hey, das... Fuck, ich wollte gerade sagen, der Gang ist ja voll beleuchtet. Oh Mann. Warum schneit's denn jetzt hier? Ich hab voll an den Bildschirm gespuckt. Fand ich jetzt gar nicht so erschreckend. Diesen Furz. Wir sind im Zirkus, ja! Endlich sind wir im Zirkus, das habe ich mir immer gewünscht. Hier fahren Autos. So ganz viele Sake-Gaysen. Und hoffentlich nicht dieses Bockviech. Diese Bockwurst. Oh, my young man. Oh, hello. In my velvet arms. Oh my gosh. There is no need for panic, nor fear. Okay, okay. Only desire for tomorrow's step into paradise. Okay. I have missed our sessions. Wisst ihr, woran mich jetzt gerade ultra erinnert? Ich dachte eben, da steht was und ich habe einen richtigen Schock bekommen. So einen kleinen Gegner unter der Decke, wisst ihr, ein Kind ist auf einen zurennen, so, Daddy, Daddy. Oh Gott, mal, hä? Ich kann doch nicht einfach auf alle den richtigen Weg gefunden haben. Mich erinnert dieses Spiel extrem an, wie heißt's? Ich habe mal so ein... Fuck! Ich habe mal so ein Spiel gespielt, so ein... Wie heißt das jetzt? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das Spiel war sehr geil, ein richtiger Mindfuck am Schluss. Es war lustig gestaltet, aber auch so ein Spiel, wo sich Sachen verändert haben. Du gehst durch eine Tür und bist ganz klein in dem nächsten Raum, in dem du schon mal warst und so. Ich heb das mal auf. Okay. Und es war saulustig. Am Schluss kam so ein It's Not Unusual. Tom Jones, wer ist da doch? Tom Jones Remix. Das war so richtig geil. Und es ging irgendwie darum, ich will den Plot nicht erklären. Wisst ihr was? Ich suche die Playlist und verlinke sie euch, falls ich davon eine Playlist gemacht habe. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Da war ich zwar noch sehr klein, als ich dieses Video gedreht habe. Okay. Da war ich zwar noch sehr klein, also YouTube-mäßig und war halt noch voll unerfahren und habe auch in der Nase gebohrt. Aber ich glaube, es ist ein saugeiles Spiel auf jeden Fall. Es lohnt sich so extrem, da mal reinzugucken. Tür, bitte geh nicht einfach zu. Du Pacer! Ich muss jetzt auch bald hier einen Schnitt setzen, denn ich will diesmal ein gescheites Ende haben und nicht zwischendrin so, übrigens, ich muss kurz offline gehen. Aber wisst ihr, euch dabei so erschrecken. Also nicht so, sondern, hey Leute, ich muss kurz offline gehen. So bin ich ja eigentlich nicht, ne? Aber diese Teppichfraktion, da will ich nochmal kurz ein Stück gucken. Ich bin jetzt echt gespannt. Hier ist die Lüftung aber ganz schön laut an, ne? Da werden sich die Kinobesucher aber beschweren. Ich meine, gut, ich bin kulant bei sowas. Das ist sicherlich der falsche Weg. Oder auch nicht. Schade. Ich wäre gerne jetzt in so einer Kissen-Baby-Bett-Landschaft geblieben, aber ich muss jetzt leider wieder in die harte Realität der Hurensöhnigkeit. Was? An Emergency Sprinkler System. Sie hat eben gesagt, stop the water. Gut, dann stoppe ich mal the water. Erstmal diesen Zettel anschauen. Ah, Tony Smokes and Gifts. Da war ich schon ganz oft in Washburn Hill, New York. New York. Da kannst du dir so einen Lighter und einen Teddybär kaufen. Das ist super günstig bei denen. Ich mache ungern Werbung für die. Aber Tony, du bist mein Mann, wenn es um Teddys und Feuerzeuge geht. Okay, ich drehe hier einfach mal, ne? Ich will mal nicht so sein. Jetzt ist das Rausche weg, ne? Das ist halt schon wirklich eine Verbesserung hoch. Na klasse. Wir können jetzt hier wieder... weitergehen. Im Text. Hallo. Hey, 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 hey. Was geht? Hä? Supergeil. Ich bin in der Hurensohnzelle. Der perfekte Ort, um einen Cut zu setzen, meine Damen und Herren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Das ist Maus. Alle Hauptkinder, gell? Macht's gut, träume nicht so viel von dem Spiel.